Hey, ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch am Start und in diesem Video wollte ich mal den kürzlich veröffentlichten Finanzreport von Take-Two mit euch durchgehen. Bevor wir allerdings mit dem Video starten, ganz kurz der Hinweis darauf, dass ich in meinem Community-Tab eine Umfrage gestartet habe, mit gleichzeitiger Bitte dazu, mir doch eure Ideen fürs nächste Update mal gerne in die Kommentare zu schreiben, was ihr am liebsten als nächstes sehen wollen würdet, damit ich diese ganzen Beiträge sammle und daraus dann ein Video zusammenschuster. Also, kurz zur Erklärung, am 7. November hat Strauss Zelnick, der CEO von Take-Two, mal aufgelistet, wie es finanziell um sie steht und wie ihre Spiele performt haben. Das machen so große Publisher oder allgemein machen das eigentlich alle Unternehmen, jedes Quartal, also alle 3 Monate, mal zusammenzufassen, wie es eigentlich finanziell steht und was so der Ausblick in die Zukunft ist. Take-Two ist der Publisher von Private Division, 2K und Rockstar, das heißt, die kümmern sich um sowas wie NBA 2K, Borderlands 3, was kürzlich rausgekommen ist, und natürlich um GTA 5, Red Dead Redemption 2 und deren Online-Modi. Und in diesem Finanzreport sagt er halt sowas wie, wie die Spiele sich verkauft haben, wie der Online-Modi abgeht und solche Sachen. Das Ganze ist natürlich auf Englisch und sehr viel Zahlengeschwurbel, aber wenn ihr selber mal nachlesen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zur kompletten Mitschrift. Ich fasse euch das Ganze natürlich jetzt auf Deutsch zusammen. Und ich werde mich natürlich hauptsächlich auf Rockstar und deren Spiele fokussieren, wobei ich sagen muss, ich bin sehr froh, dass Borderlands 3 so gut angekommen ist und sich so oft verkauft hat, weil das ein sehr cooles Spiel ist. Und ich bin relativ traurig zu sehen, dass NBA 2K so gut angekommen ist und sich so oft verkauft hat, weil es da eigentlich nur noch um diese dreckigen Lootboxen geht. Und wenn die Leute bei Take-Two irgendwann sehen, dass die extrem viel Geld damit machen können, was ja FIFA auch schon zeigt, dann kommen die vielleicht auf die Schnapsidee, diese verkackten Lootboxen auch in Red Dead Online reinzuhauen, wo man dann jedes Mal 5 Gold zahlen muss für eine 0,1%ige Chance auf eine geile Waffe, aber meistens bekommt man dafür dann nur irgendwelche billigen Stiefel. Oh Mann, ich muss aufhören, Rockstar Ideen zu geben. Machen wir mal weiter mit Rockstar. Also, da sind sie natürlich erstmal auf GTA eingegangen, das mittlerweile einfach mal 115 Millionen verkaufte Spielekopien vorweisen kann. Und das liegt natürlich an GTA Online und dem Casino-Update, das dafür gesorgt hat, dass mehr Leute gleichzeitig gespielt haben als jemals zuvor. Es wird sogar vom bisher größten Content-Update gesprochen mit dem Casino, was ich komisch finde, weil das ja eigentlich doch recht wenig neuer Content war. Also klar, man hatte ein neues Gebäude mit neuen Minispielen, einem neuen Haus, also dem Penthouse, was man kaufen konnte, paar neue Story-Missionen und Fahrzeuge, aber verglichen mit sowas wie dem Update, wo damals die Heist-Missionen dazugekommen sind, ist das eigentlich vergleichsweise klein gewesen. Aber gut, das wissen die Investoren, die da sitzen, wahrscheinlich nicht und die glauben das einfach mal. Danach geht's um Red Dead 2. Das hat mittlerweile auch stattliche 26,5 Millionen verkauft und mit dem PC-Release werden dieses Jahr vermutlich noch die 30 Millionen geknackt. Bei der PC-Version sagen sie dann auch noch, dass Features extra für die PC-Spieler designt wurden, wie zum Beispiel der Fotomodus, grafische Verbesserung und dieser exklusive Story-Kram. Also ihr wisst, diese 4 Waffen, die dazugekommen sind, teilweise die ja schon im Online-Modus designt wurden, wie der LeMad Revolver oder 3 von den 7 neuen Pferderassen kennen wir auch schon aus dem Online-Modus. Und das ist auch alles, was er sagt, also scheint endgültig safe zu sein, dass wir das auf den Konsolen nicht bekommen. Weder die Story-Mission noch die Bandenverstecke, selbst die M1899-Pistole werden wir wahrscheinlich das erste Mal auf den Konsolen nur im Online-Modus sehen, denn jetzt, wo sie fertig ist, wird das wahrscheinlich im Online-Modus auch für alle Plattformen kommen. Also es scheint nicht so schwierig zu sein, gerade sowas wie Waffen rein zu implementieren in die Konsolenversion, denn im Online-Modus geht das ja offensichtlich sehr einfach, also kann es in der Story nicht so viel komplizierter sein. Auch wenn es wahrscheinlich trotzdem um einiges mehr Arbeit ist, sowas im Nachhinein noch zu machen, als wenn man es gleich programmiert, so wie bei der PC-Version. Trotzdem keine richtige Ausrede, finde ich. Bei Red Dead Online sagen sie, dass es finanziell ein Momentum zugelegt hat mit dem Frontier Pursuits Update und hier erklärt er sogar nochmal kurz die 3 neuen Rollen, also dass wir hier den Kopfgeldjäger haben und was der macht und Händler und so weiter und dass Rockstar Games vorhat, zukünftig mehr Rollen zu bringen. Also hier erwähnt er interessanterweise nicht, dass die Rollen erweitert werden sollen, sondern dass es neue geben soll. Könnte daran liegen, dass erstmal geplant ist, das Rollenportfolio zu erweitern, vor allem mit so Dingen wie Heists, die ja schon angekündigt wurden, also der Bandit als nächste Rolle scheint immer wahrscheinlicher zu sein. Dann wird auch noch explizit auf den Online-Pass hingewiesen, also den Outlaw-Pass, dass man den kaufen muss, was der bringt, wie der funktioniert und was man damit freischalten kann. Schade, dass hier nicht schon angedeutet wurde, dass der am 18. November in die nächste Saison übergehen soll. Aber wahrscheinlich will Rockstar mal wieder am gleichen Tag die Bombe platzen lassen und sagen am Dienstag, so, der alte Outlaw Pass ist vorbei, hier direkt der neue, jetzt für alle Plattformen gleichzeitig zur Verfügung gestellt. Und ich hoffe, dass es so ist, dass sie direkt nach dem ersten Outlaw Pass den nächsten in der Hinterhand haben. Apex Legends hat das mal vorgemacht, dass da irgendwie 2 Wochen dazwischen waren und der Shitstorm war riesengroß. Es ist einfach total unsinnig, 2 Wochen Leerlauf darin zu lassen, wo einfach alle Spiele abspringen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Leute nicht zur nächsten Season dabei sein werden, weil sie aufgehört haben zu spielen.
Also Rockstar, macht nicht den gleichen Fehler, habt bitte schon gleich den nächsten Outlaw Pass da, wenn der alte jetzt abläuft. Also 18. November, nächsten Dienstag ist es soweit, hoffentlich nicht nur mit dem Outlaw Pass, sondern gleich mit ein paar neuen Rollen, am besten wirklich ein großes Update. Aber auch wenn der Outlaw Pass an sich an Umfang zunimmt, ist das schon eine ganz nette Erweiterung. Ganz am Schluss wird auch noch eine Frage von einem Journalisten beantwortet, wie denn Red Dead Online performt. Und darauf wird dann gesagt, dass es seit dem Frühlingsupdate stetig wächst, was die Spielerzahlen angeht, aber auch die Ingame-Verkäufe und Frontier Pursuits richtig gut bei den Spielern angekommen ist. Interessanterweise werden halt hier jetzt keine richtigen konkreten Zahlen genannt, wie bei GTA Online, wo sie gesagt haben, ja, irgendwie 37% mehr Spieler als durchschnittlich und 23% mehr Ingame-Verkäufe seit dem letzten Quartal und sowas. Also denke ich mal, die Zahlen werden jetzt nicht super beeindruckend sein, aber schön zu hören, dass sie trotzdem an den Rollen dranbleiben und wenn auch der Outlaw Pass weiter so lohnt, dann ist das eigentlich wirklich konsumentenfreundlich. Auch wenn es jetzt nicht direkt die dicken Ingame-Käufe gibt wie bei GTA Online, wo man ja gleich mal so super teure Bunker hat für 6 Millionen, wo eigentlich man, keine Ahnung, wie viele Wochen dafür grinden muss oder sich halt Sharkcards dafür kaufen muss, wenn man nicht schon länger dabei gewesen ist. Aber selbst wenn man jetzt als neuer Spieler einsteigt, mit der Sammlerrolle, mit der Kopfgeldjägerrolle, es wird einem immer eine Option gegeben, das erstens mal umsonst zu bekommen und zweitens mal die 15 Gold, die man dafür braucht, auch relativ schnell zu verdienen. Selbst in einer Woche kann man wirklich eine Rolle drin haben und sobald man den Sammler hat, geht sowieso steil bergauf und dann kann man wirklich alles kaufen innerhalb von einer Woche. Und ich habe damals sogar ein Video dazu gemacht, dass das Frontier Pursuits Update ja eigentlich so teuer ist, aber das hat halt auf den ersten Blick getäuscht, weil auch die Rollen, die dazugekommen sind und die ganzen Aktivitäten sehr, sehr viel mehr gebracht haben als davor. Denn wenn man das jetzt nur mit den Sachen und den Aktivitäten vergleicht, die man bis zum Frontier Pursuits Update machen konnte und mit den Zahlen gedacht hat, die man da so pro Stunde bekommt, sage ich mal, dann war das schon relativ teuer, aber zum Glück haben die Rollen ja auch sehr, sehr viel mehr Kohle eingebracht. Ich meine, der Outlaw Pass ist ja sowieso das beste Beispiel, wie man sowas kundenfreundlich und finanziell gut umsetzen kann. Kostet zwar erstmal 35 Gold, aber erstens mal kann man sich die wunderbar ingame verdienen und auch wenn man dadurch natürlich die Ingame-Käufe ein bisschen ankurbelt, diese 35 Gold bekommt man sofort wieder und das nach 3-4 Tagen, wenn man einigermaßen regelmäßig zockt. Also der war ja unglaublich schnell zu leveln, der Outlaw Pass. Und da sollte Rockstar auch dranbleiben. Also gerne den Outlaw Pass ein bisschen umfangreicher machen mit so 150 bis 200 Leveln, dass man einfach mehr Content hat und dass das natürlich insgesamt dann länger dauert. Aber die einzelnen Level so bleiben lassen. Mit 1000 XP wunderbar geeignet gewesen, um den wirklich sehr, sehr schnell zu leveln. Und natürlich waren Leute, wie gesagt, nach 2-3 Tagen schon fertig, haben dann gesagt, oh, ich habe nichts mehr zu tun. Deswegen Umfang vergrößern, aber die Level an sich so bleiben lassen, sodass man auch schnell wieder das Gold reinbekommt und sodass auch Spieler, die nicht so viel Zeit haben, trotzdem sehr schnell vorankommen können. Und hier ein kleiner Hinweis, da hat mich jemand in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, dass ja jetzt die Aktion läuft, dass man 25% mehr Dollar bekommt, wenn man die kompletten Kollektionen bei Madame Nazar verkauft. Und das könnte natürlich ein weiterer Hinweis darauf sein, dass wir schon nächste Woche einen neuen Outlaw Pass bekommen. Denn Rockstar könnte extra jetzt das so machen, dass jetzt alle Kollektionen verkauft werden. Denn man bekommt für einen Verkauf von kompletten Kollektionen auch eine Menge XP. Und vielleicht will Rockstar vermeiden, dass der Outlaw Pass wieder so schnell gelevelt wird, indem jetzt alle Leute schnell ihre Kollektionen loswerden, ihre kompletten, und dann erst wieder ein bisschen länger brauchen, um den Outlaw Pass zu vervollständigen, weil sie eben dann die kompletten Kollektionen wieder erstmal sammeln müssen. Und wenn man seine Kunden weiterhin so belohnt mit so gönnerhaften Angeboten, mit so einem guten Outlaw Pass, dann ist es ja umso wahrscheinlicher, dass man auch jemand gewillt ist, den 10er zurückzugeben, weil man so viel kostenlosen Spielespaß schon hatte. Ich habe jetzt glaube ich schon 300 Stunden Red Dead Online gezockt. Wenn man sich mal überlegt, wie viel 300 Stunden Spielespaß eigentlich wert sind, das ist ja viel mehr als die 60 Euro, die man ursprünglich ausgegeben hat. Und bei der Story habe ich auch schon 100 Stunden reingeballert. Von dem her, ich würde mich jetzt nicht schämen, mal einen 10er oder ein bisschen mehr wieder in Ingame-Käufe reinzustecken, auch wenn ich das nicht brauche, ich habe genug Gold. Aber wenn weiterhin die Angebote so gut sind und so kundenfreundlich und nicht geldgierig, dann kann man auch gerne mal was zurückgeben. Und dadurch kann man eben seine Kunden bei der Stange halten und langfristig Profit schlagen und nicht so kurzfristig mit so kleinen Content-Updates, die aber super viel kosten, wie zum Beispiel das Casino. Fazit der ganzen Sache, Rollen und Outlaw Pass bleiben der Fokus und werden ab jetzt hoffentlich jedes Mal umfangreicher. Und GTA Online soll dieses Jahr auch noch wachsen, denn es sind für beide Online-Modi dieses Fiskaljahr noch sehr viele Updates geplant. Das haben sie wirklich betont. Sehr viele Updates für beide Online-Modi. Und das Fiskaljahr geht bis zum 31. März. Für GTA Online ist ja ganz klar, dass in diesem Winter, also im Dezember irgendwann, Ende Dezember, noch ein großes Update rauskommt. Es gibt immer zwei Updates
in letzter Zeit zumindest, das Sommer-Update, was das Casino-Update war und das Winter-Update. Und das war es eigentlich schon wieder bei GTA Online. Also ich glaube nicht, dass da mehr kommen wird. Das heißt, wenn von sehr vielen Updates die Rede ist, muss ja eigentlich wirklich relativ viel und regelmäßig bei Ratchet Online kommen. Auch wenn das immer nur so kleinere Häppchen sind, wo man immer nur eine Rolle kommt plus neuer Outlaw Pass. Das wäre ja eigentlich ideal, um wirklich die Spieler bei der Stange zu halten. Gerade der Outlaw Pass ist eigentlich das gute System, um wirklich immer mal wieder neuen Content reinzubringen. Kleinere Updates, aber dafür regelmäßig. So klingt das zumindest für mich, denn ich glaube nicht, dass das jetzt auch bei GTA Online der Fall sein wird. Aber mal gucken. Es soll ja auch eine neue IP in der nächsten Zeit kommen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Rockstar ist sowieso ein sehr, sehr ordentlicher Spielepublisher, was ihre Story-Spiele angeht. Online-Modi ist am Anfang immer relativ bescheiden, aber sie reißen das Ruder ja dann doch noch rum und die Zukunft sieht echt rosig aus, was Red Dead Online angeht und GTA Online wird wahrscheinlich noch da sein, selbst wenn GTA 6 kommt mit GTA Online 2 oder was auch immer. Naja, an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen, vor allem an Annika, der Prophet, Achim, Stefan Sandmeier, Hermo, Üsentrieb, der Joker, Marshall Shield, Andrea, Honeybee, Gier nach Bier, Praterik und German Glitcher. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und Ciao. Boom, ba-ba-dum, boom, ba-ba-dum-bum. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.